Zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier Landwirtschaftssimulator 2019 von der Südhämmern. Und ja, ich hatte jetzt gerade die ersten wirklichen massiven Probleme mit Curseplay gehabt. Und zwar habe ich in mehreren Versuchen jetzt Lua-Call-Stacks bekommen gerade. Und ich bin aber auch, glaube ich, schon drauf gekommen, was das war. Und zwar war das jedes Mal, wenn ich hier diesen Abfahrer aktiviert hatte. Und ich vermute mal ganz einfach, dass das am Frontlader gelegen hat. Ich habe den Frontlader jetzt abgemacht und seitdem funktioniert es. Also er hat eben abgetankt. Also ist irgendwie, scheint da noch der Wurm drin zu sein. So, ich muss jetzt aber mal kurz gucken. Genau, der ist unterwegs hier. Ja, und das Problem ist halt, dadurch ist mir auch ein bisschen was am Safe Game verloren gegangen. Ich habe jetzt auch mal den Autosave-Rhythmus runtergestellt auf 5 Minuten. So, das heißt, wir müssen den hier nochmal nach hinten bringen, dass er da weitermachen kann. Und dann müssen wir gleich gucken, dass der Rübenroder, nicht der Rübenroder, der Rübenabfahrer ja, genau, dass er das nicht macht. Ah, halt. Einmal entlassen. Oh. Ja, warum der nicht ablädt, habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht. Dann müssen wir halt das eben für den Moment erstmal von Hand machen. Das sollte ja aber auch nicht so das Problem sein. Und ich muss gucken, warum der Rübenroder nicht weiterarbeitet. Das ist auch noch ein Rätsel. Du kannst eigentlich gar nicht blockiert sein. So, du kannst weiterfahren. Und wir... Ah, oder ist das wieder irgendwie, naja, entlassen, einstellen und er macht weiter. Gut. So, der kommt, der steht hier. Du machst deine letzte Bahn hier, habe ich gehört. Wobei, ich habe das neulich schon gesehen, hier ist irgendwie... Hier hat er was vergessen. Gut, das müssen wir gleich noch nacharbeiten. Aber guck mal, das könnten wir doch alles mal selbst machen. So, dann haben wir das Feld auch angesät. Dann sind im Grunde, wenn der Tabakmeister auch fertig ist, unsere Felder alle fertig angesät. Ja, das läuft. So muss das sein, so muss das sein. Gucken wir eben noch auf diese eine Bahn gleich, dass wir die noch machen. Oder Bahn ist es ja nicht mal, ein Streifen. Da müsste er, glaube ich, irgendwo hier... Ach ne, hier ist das. Ah, einmal wenden. So, und dann, ach ne, ich wollte schon sagen, wieso fährt der Rübenroder nicht? Oh, und der andere Anseher hat einen leeren Tank, auch das noch. Ja, müssen wir ran, müssen wir ran.
aber erstmal geht es hier drum, dass wir hier fertig werden. Drüben läuft alles im Moment, so wie es aussieht. Ja, und schon kommt die Meldung, dass der Panther durchdrehende Reifen hat. So, dann bringen wir den einmal kurz nur runter vom Feld und dann müssen wir uns mal durch die Maschinen kurz durchklicken, um zu gucken, was da jetzt Sache ist. Genau, du hast leeren Tank, das machen wir gleich. Du hast keine durchdrehenden Reifen, nein. Gut, das läuft doch alles. Dann heißt das für uns Saatgut kaufen. Tralalalalala. So, einmal hier rüber. So, Saatgut, ja, wollen wir. Dünger ist noch genügend da. So, was ist denn jetzt da oben los? Blockiert. Ach nee, das ist der. Das sind die beiden Abfahrer, weil die der Drescher und der Roder noch unterwegs sind. Gut, das ist kein Problem. Und das Voll, das sind wir mit Saatgut. Ja, alles im grünen Bereich. So, gut, du fährst, du wartest, du wartest, du fährst, du fährst. Nämlich zum Hof einmal Saatgut auffüllen und dann könnten wir auch gleich mal in die Wartungsabteilung gehen, weil wenn ich mir das so angucke, der Traktor ist schon halb runter. Ich weiß nicht, wie die Sämaschine aussieht. So, aber erstmal gutes Saatgut. Jetzt hoffen wir mal, dass das einigermaßen jetzt wieder klappt hier. Na, muss ich noch ein Stückchen vor. Immer noch nicht. Ich weiß halt nicht genau, wo dieser Werkstatttrigger ist. Können wir das nicht? Nochmal. Bald. So, wieder aus.
Dann müssen wir halt weiter versuchen. Na, guck mal, das hat schon mal geklappt. Reparieren. Ja. Dann fahren wir noch mal ein Stückchen weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt die Seemaschine dran kriegen. Jo. Oh, die ist auf Null runter. Gut, dann haben wir das Gespann erstmal wieder repariert. Und dann räumen wir mal ein bisschen auf heute. So, die Seetechnik kommt hier rein. Dazu gehört dann auch die Kreiselegge und der Pflug. So. Ja, kriegen wir den mit dem kleinen Traktor hier überhaupt gewuppt? Nein. Gut. So, aber wir können dann schon mal den da anschnallen. Ich muss mal gucken, wie weit war denn das mit dem Unkraut auf unseren Feldern? Ja, die 10 und die 9 könnte man mit Unkraut schon mal vernichten. So, dann packen wir nämlich den Flüssigdünger zu den anderen Tanks da oben dazu. Das war ja, glaube ich, auch Flüssigdünger, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ich glaube ja. So, auf jeden Fall holen wir einmal Unkrautvernichter. Und dann gucken wir mal, wie gut Curseplay mit diesem riesen Spritzgerät zu Rande kommt. Nein, wir wollen kein Flüssigdünger, wir wollen Pflanzenschutz. So, wir fangen auf der neuen an. Also wir werden, auch wenn das Ding riesig ist, trotzdem gucken, dass wir ein Vorgewende fahren hier. Stelle mich jetzt einfach mal hier hin. So, wir starten hier. Wir machen ein Vorgewende weich. Das ist, glaube ich, sinnvoll in dem Falle. Und dann gucken wir einfach mal. Oh. Das ist Feld 9. Dann ist das wenn wir nennen es Düngen. Feld 09, 36 Meter. So, und dann sagen wir am ersten Wegpunkt starten.
Und wir lassen dich einfach mal machen. So, du bist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch hier unseren Tabak angesät. So, dann würde ich sagen, wir füllen hier auch einmal Saatgutdünger nach und packen das Ding beiseite. Dann ist das nämlich auch erledigt. So, und der Pflanzenschutzspritzer ist unterwegs. Muss man ja auch gucken, ob das wirklich so funktioniert, weil, wie gesagt, das Ding ist halt doch sehr groß. So, einmal Saatgut und hallo. Ich hätte gerne Dünger. Ach ne, Dünger haben wir ja noch. Ha, brauchen wir gar nicht kaufen. So, Dünger ist auch aufgefüllt. Ah, wir müssen, glaube ich, gucken, was der... Der da, genau wieder zum richtigen Zeitpunkt, beziehungsweise wieder 2 Minuten zu spät. Abladen bitte. Na komm. Gut, ja, der Panther muss entladen werden. Wir kommen. Ja, und hier sind wir auch gleich fertig. Der macht die letzte Bahn hier. Und wir gucken hier mal. Gucken mal. Ne? Ja gut, er hat es halt durch die runde Ding die Ecken nicht gemacht, aber das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Weil ich weiß nicht, wir können mal, wenn wir später auf die 8 gehen, einmal testen, wie das ist, wenn wir sagen, mach es. Oh, ja, halt, halt. Oder? Ja, gut. Er schwimmt sich frei. Ne, was wollte ich jetzt sagen? Beim nächsten Feld können wir es ja mal machen mit scharfen Ecken. Ob es dann besser funktioniert. So, der Drescher hat, na klar, jetzt den Dienst eingestellt. So, komm. Das ziehen wir jetzt noch durch hier. So, ach, hier haben wir wieder das übliche Problem. Der Übergang vom Vorgewende zum normalen. So, nein. Ja, du hängst hier fest. Oh. Und fährst du jetzt gegen den nächsten Baum? Na, kommt dran vorbei. Gut. So, wir werden jetzt auf jeden Fall die Mission hier noch zu Ende machen. Ja, guck mal, der Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist der Drescher.
weil dass wir zumindest etwas Produktives gemacht haben. So, der wird jetzt aber nicht das Rohr rausfahren, gehe ich mal von aus. Das müssen wir selbst machen. So, wir können hier auch schon mal den Helfer entlassen. Den Kurs brauchen wir nicht mehr. So, komm, mach das Ding leer. Na, so viel kann doch da gar nicht drin sein. Hallo. Gut, danke schön. So, dann bringen wir das noch schnell hier drüben hin. Und dann ist auch schon Feierabend wieder. Ja, wir sind schon wieder... Ah, ja, ich habe ihn gesehen, den Baum. So, komm. Abkippen, Geld kassieren. Halt, halt. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Feld 33 zur Getreidemühle. Ah! Das war Feld 32. Geht doch auch zur Getreidemühle. Feld 31. Weizen geht zu Edeka. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut, dass wir jetzt da schon was weggekippt haben. Ich hoffe, dass das reicht. Ah, ich habe so viele Erntemissionen da angenommen. Ah! Das müssen wir, da müssen wir jetzt noch hinfahren. Das nützt jetzt nichts. Oh, hoho. Ich habe einfach die Befürchtung, dass das nicht reicht, was wir jetzt hier im Anhänger drin haben. Oder könnte das sein, dass es das, nein, Curse Black kann eigentlich nicht Problem haben, wenn wir jetzt hier die eine Mission oder wenn zwei Sachen zur selben Abladestelle kommen. Das wäre sehr merkwürdig. Normal müsste Körsberg sagen, ach, das ist eine Abladestation und dann lade ich ab. So, wenn jetzt das hier nicht reichen sollte, muss ich gucken, ich weiß gar nicht, haben wir noch Weizen im Lager? Weil ich glaube, ich habe da doch relativ viel jetzt schon weggekippt. Ach, ist das ein Mist. So. Daumen drücken, dass es reicht. Es reicht natürlich nicht. Wir haben auch kein Weizen. Gut, dann müssen wir den Auftrag abbrechen. Nützt nichts. Ja. Gut, dann müssen wir halt 7000 Euro zahlen. Ja, ist halt so. Aber wir könnten jetzt mal was testen, beziehungsweise das testen wir in der nächsten Folge. Wir werden den hier mal auch zum Rübenroder schicken. So, aber wir sind jetzt wirklich erstmal fertig für den Moment. Morgen geht es dann weiter hier auf dem
Südhämmern. Bis dahin, macht es gut und tschüss.